Ahoi Freunde, schön, dass ihr wieder dabei seid. Mein Name ist David Cray und wie ihr unschwer erkennen könnt, ich filme aus meinem neuen Wohnzimmer heraus. Was aber mit dieser Wohnung passieren wird in den nächsten 2, 3 Wochen, das hätte keiner für möglich gehalten. Es sind auch noch viele andere Dinge passiert und das erzähle ich euch gleich nach dem Intro. Viel Spaß dabei. Ich war ja in den letzten Tagen bei Kolmen zu Besuch gewesen und das war schon richtig krass. 4 Stunden hat es gedauert, bis ich unten war, 3 Stunden wieder zurück und es war schon eine krasse Fahrt, aber es hat sich echt gelohnt. Ich kam da unten an, ich fand das sowas von idyllisch da unten, das war richtig cool, alles schön grün und die Firma war auch nicht so überdimensional groß und ich habe mein Auto da abgestellt auf dem Besucherparkplatz und ich dachte mir gleich, ich mache jetzt ein Instagram-Bild, mache euch ein bisschen neugierig. Als ich da unten ankam, habe ich mich erstmal hingesetzt. 3, 4 Minuten habe ich gewartet und dann kam der Marketingchef. Wir haben uns dann in dem Meetingbereich oder Meetingraum unterhalten. Und dann, was sehr episch war, kam dann der Herr Kullmann um die Ecke und ich stand auf, habe so ein bisschen gezittert, war neugierig, ich war angespannt und aufgeregt. Und ja, das ist halt ein Urvater, der leitet die Firma und ja, also für mich ist das schon eine epische Person auf jeden Fall. Warum ich jetzt eigentlich unten war, es ging auf jeden Fall darum, die YouTuber oder allgemein YouTuber haben es schwer, an Kamerazubehör zu kommen, um dafür Videos zu machen. Wir haben uns dann unterhalten und kamen dann ganz schnell auf den Punkt, dass ich dann für Kullmann Videos machen darf und die schicken mir dann das Zubehör zu. Auch Produkte, die noch gar nicht auf dem Markt sind, um die einfach mal zu testen. Und ich mache dann für euch dann Videos und was ganz wichtig war, dass wir eine ehrliche Meinung haben und ein ehrliches Video. Und ich freue mich schon richtig drauf und bin echt gespannt auf die nächsten Videos. Und der nächste Kracher ist ja diese Wohnung. Überhaupt nicht so positiv wie Kullmann, eher im Gegenteil. Also was ich mit dieser Wohnung hier schon durch habe, das ist nicht feierlich, das kann man eigentlich gar keinem erzählen. Ich möchte auch gar nicht erwähnen, welche Wohnungsverwaltung hier dafür verantwortlich ist. Wenn ich das erzählen würde, würde keiner mehr bei der Wohnungsverwaltung irgendeine Wohnung noch anmieten. Neben mir wurde eingebrochen und das würde ja eigentlich schon ausreichen, dass ich ja nicht mehr wohnen möchte. Und ja, unten ist ein Eisentor, trotzdem sind die da reingekommen, keine Ahnung, wie die das angestellt haben. Dann hatte ich wochenlang kein richtiges Schloss, war eine ganz normale Türklinke, da konnte jeder ein- und ausgehen, wenn ich jetzt vergessen habe abzuschließen. Oder wenn ich einfach in der Wohnung drinne bin und man schließt ja eigentlich generell nicht die Wohnung ab, wenn man in der Wohnung drin ist, zumindest ich nicht. Ja, da waren noch viele andere Sachen. Der Boden musste ja gemacht werden und auch, ich weiß schon gar nicht mehr, was alles war. Der Wasserboiler musste abgeholt werden. Da stand ja auch Ewigkeiten in meinem Bad rum. Die schlimmste Sorge ist ja mein Internet. Also ich bekomme definitiv keinen Internetanschluss, keinen Telefonanschluss und ja, ich mache YouTube-Videos und ohne Internet ist das verdammt kacke. Und mir wurde extra versichert, ja, sie kriegen hier Internet und naja, Käsekuchen, ich kriege gar nichts. Und deswegen werde ich demnächst wieder ausziehen. Mein Vati wird sich freuen, das ist schon meine 4. oder 5. Wohnung. Und ich war eigentlich schon in jeder Ecke und bin gespannt, wo ich jetzt wieder landen werde. Und ja, mal schauen. Ich muss echt mit euch ein ernstes Wörtchen reden. Ich bin vorhin aufgestanden und bin eigentlich gleich wieder umgefallen. Ich war an meinem Rechner und habe geschaut, wie viele YouTube-Abonnenten ich habe. Und ich habe über 900 YouTube-Abonnenten. Und das ist richtig, richtig viel. Also für mich ist das sau viel. Und das geht auf die 1000 zu. Und ihr wisst, was das bedeutet. Da muss ein Abo-Special her. Also ich habe das ja schon mal erwähnt. Und was wäre ich für ein YouTuber, wenn ich kein Abo-Special mache? Ja, es wird wahrscheinlich nicht gleich in den nächsten Tagen rauskommen. Es wird wahrscheinlich etwas verspätet rauskommen. Aber ich habe mir schon was einfallen lassen. Es wird ein Special, wo mehrere Leute vorkommen werden. Wahrscheinlich. Also ich habe da schon ein Skript geschrieben. Habe auch schon ein paar YouTube-Leute angesprochen. Es sind 2 bekannte Gesichter, die eventuell mitmachen werden. Die haben mir zwar schon zugesagt, aber ich bin noch nicht so sicher, wie ich das alles so zusammenwürfle. Aber wenn es rauskommt, wenn die alle auch drin sind, es werden wahrscheinlich 5, 6 Leute mitmachen, dann wird es ein richtig cooles Abo-Special und ich freue mich schon wahnsinnig drauf. Für das nächste Video würde ich gerne mal was ausprobieren und zwar soll das eine Art Community-Video werden oder eine Art Frage-Antwort-Video. Ihr habt jetzt die Möglichkeit, hier unten in die Kommentarleiste Fragen an mich zu richten und ich werde das Ganze dann im nächsten Video beantworten. Es ist jetzt eigentlich egal, ob das jetzt Richtung Privat geht, wenn ihr was von mir erfahren wollt, oder halt Richtung Fotografie. Wenn ich das Ganze in kurzen Sätzen beantworten kann, dann mache ich das natürlich auch.
Und ich bin mir sicher, da kommen richtig coole Fragen dabei raus oder richtig coole Antworten. Und ich bin richtig gespannt darauf. Das war's dann auch schon wieder. Und ihr kennt das Ganze ja. Gebt mir einen Daumen nach oben, wenn euch das Video gefallen hat oder wenn ihr mich unterstützen wollt. Abonniert diesen Kanal, um keine weiteren Videos zu verpassen. Und ihr wisst, im nächsten Video geht's um das Community- oder Frage-Antwort-Video. Stellt so viele Fragen wie möglich hier in die Kommentarleiste rein. Und ich versuche das Ganze dann irgendwie zu beantworten. Wenn ihr jetzt noch irgendwas von mir sehen wollt, kann ich euch nur das letzte Video empfehlen. Da geht es um 10 Dinge, die ein Fotograf nicht sagen sollte. Oder das vorletzte Video, wo ich ein Stativ getestet habe. So, und jetzt heißt es, macht's gut, bis bald. Ciao. Ihr habt jetzt die Möglichkeit, so viele Fragen wie möglich hier unten in die Kommentarleiste reinzuschreiben. Und ich werde dann die Fragen im nächsten Video beantworten. Mein Bauch grummelt die ganze Zeit. Mensch, der Rest hier in der Wohnung ist ruhig, aber mein Bauch nicht.